das Licht aus ist, dann geht das. Ja, dann einen wunderschönen guten Morgen. Ich hoffe, ihr seid sehr viel wacher als ich. Das ist, glaube ich, keine große Kunst. Genau, der Sven wird uns jetzt ein bisschen was über Prototypen erzählen und ob jetzt Disney eigentlich recht hatte, ob Disney realistischer ist oder das, was irgendwelche Militärs machen. Ja, ansonsten hört seinen Podcast, er ist sehr, sehr gut über Fails aus der Militärszene, Luftfahrt und alles, was da noch so dran bamselt. Viel Spaß. Ja, ich wurde gefragt, ob ich noch einen zweiten Talk machen kann, so als Notfall, weil so viel krank geworden sind. Also, ne, Rückenlehnen senkrecht stellen, im Falle eines Notfalltalks fallen schlechte Witze von der Bühne. Ich habe jetzt ein paar Flugzeuge und Ähnliches rausgesucht und zwar passend zu der beliebten Serie Tailspin oder wie wir sie in Deutschland kennen, Captain Baloo und seine Crew oder Hire for Hire, je nachdem, welche Übersetzung kam. Die Auswahl war ganz einfach, es soll so ein bisschen steampunkig sein, es soll so eine 50er, 60er Jahre Golden Age Vibe haben, Flugboote, ähnliches, das ist so das Thema. Jetzt, was ist denn bei Captain Baloo das Ausschlaggebende? Luftpiraten. Jetzt gibt es Piraterie, heißt, ich nehme ein Schiff in Besitz. Kein Schiff, also kein Flugzeug, es muss ein Schiff sein. Und es gibt nur, und das muss aus der Luft passieren. Da gab es in der Geschichte nur einen Fall. Und zwar das Zeppelin L-66. Die waren im Ersten Weltkrieg auf Patrouille an der Küste Skandinaviens. Ja, ein deutsches Luftschiff, eine Besatzung, bummelig 20 Leute. Die sind dann auf ein Schiff gestoßen, norwegische Flagge, das sich verdächtig verhielt. Weil sobald sie, als sie das Luftschiff sahen, mit den deutschen Hoheitsabzeichen, sind die alle in die Beiboote gestiegen und wie bescheuert vom Schiff weggepult. So schnell wie möglich weggerudert. Das ist schon mal verdächtig, das heißt, die haben vielleicht irgendwie Kontrabande an Bord, die damals nach der Prisenordnung und so verboten war. Als neutraler Staat durftest du gewisse Sachen nicht durch gewisse Seegebiete transportieren, sonst würdest du aufgebracht werden. Jetzt hat nur so ein Luftschiff ein Problem. Es ist ein Luftschiff. Es ist nicht wasserbasiert. Jetzt hat die Besatzung zum Kommandanten gesagt, du pass mal auf, nach Prisenordnung, wir sind ja immerhin von der Marine, nach Prisenordnung würden wir, wenn da ein Schiff mit verbotenen Gütern beschlagnahmt wird, Geld kriegen. Das ist echt Sondergehalt. Lass uns doch mal diese Prise nehmen, lass uns doch mal uns ein bisschen extra Geld verdienen. Hat der Kommandant gesagt, okay, wenn ich Freiwillige finde, alle so hier, okay, pass mal auf. Sie sind also mit dem Luftschiff über die wegrudernde Besatzung geflogen, haben die mit dem Maschinengewehr zum Stoppen überredet. Das passiert relativ einfach, wenn du dann vor dir auf einmal die Einschläge im Wasser hast, dass du anhältst. So, jetzt sind sie mit dem Luftschiff auf Höhe des Meeresspiegels gegangen und haben dann 5 Freiwillige abgesetzt auf dem relativ überfüllten größten Rettungsboot, wo der Kommandant des anderen Schiffes drauf war. Sind also mit einer Strickleiter runtergeklettert. Jetzt mussten die ja bewaffnet sein. Ne? Die mussten ja ein bisschen böse aussehen. Das sind Luftpiraten. Die haben sich dann eins der Maschinengewehre vom Luftschiff abmontiert. Maschinengewehr. Und dann so, wir haben sonst keine Bewaffnung. Was sieht denn nach einer Waffe aus? Hier hast du noch eine Signalpistole. Signalpistole. Sind dann an Bord dieses Rettungsbootes geklettert und haben die Besatzung bedroht. Mit dem bös über ihnen schwebenden Luftschiff. So war der Plan. Sind also 5 Leute runtergeklettert, haben das ungefähr 10 Kilo schwere Maschinengewehr auch noch in der Hand gehabt. Zadab! Was passiert mit einem Luftschiff, wenn es ungefähr 500 Kilo Ballast abgeworfen hat? Genau, whoop, weg war das Luftschiff. Und die Besatzung so, 30 Norweger, ein Maschinengewehr, eine Signalpistole. Böse gucken, böse gucken. Das Luftschiff hat dann so nach 10 Minuten wieder die Position erreicht. Die haben dann wieder ausgetrimmt, haben die Besatzung, deutsch, norwegisch, kleine Kommunikationsschwierigkeiten, dazu überredet, an Bord ihres Schiffes zu gehen. Man hat es durchsucht, man hat einen Prisenoffizier und 3 Mann Prisenbesatzung dagelassen und hat festgestellt, jo, die haben verbotene Güter an Bord. Okay, dann schließen wir die ganzen Norweger unter Deck ein und segeln das Schiff zurück nach Deutschland, dann kriegen wir Geld. Hat der Offizier, den sie da abgesetzt haben, und die 3 Mann Besatzung gesagt, jo. Und dann so, kannst du segeln? Kannst du segeln? Ich bin Luftschiffer. Ich bin zwar bei der Marine, aber Luftschiff. Ja, ich auch.
Okay, Norweger, Tür auf. Könntet ihr uns mal ein bisschen beim Segeln helfen? Es würde jetzt nach Deutschland gehen, wenn es keine Umstände macht. So sind die dann also mit dem Luftschiff im Schlepptau und dem Segelschiff nach Deutschland gefahren. Auf der deutschen Bucht kam dann ein Patrouillenboot an und sagte, guten Tag, ja, wie würden denn noch Prisenbesatzung stellen? Die so, nee, unsere Beute. Und sind damit dann nach Wilhelmshaven eingesegelt, haben dann entsprechend gefeiert ordentlich, sind auch vom Chef der Luftschifffahrt quasi besucht worden und war ein Riesenfest. Und es ist der einzige Fall, dass aus der Luft ein Schiff übernommen wurde. Auf diesen Erfolg hin ist L66 befördert worden. Also die haben jetzt die richtig schweren Aufträge gekriegt, weil das war ja die Heldencrew. Den Kommandanten hat man abkommandiert. Der sollte ein eigenes Luftschiff, also ein neues Luftschiff kriegen. Und zwar war in Afrika ja so ein Guerillakrieg. Da war ja eine deutsche Truppe noch unterwegs. Und die sind vor den Briten immer geflohen. Und die brauchten jetzt aber Nachschub. Da hat man dem Kommandanten gesagt, du, wir bauen für dich ein eigenes Luftschiff. Das kriegst du. Und das ist so gebaut, dass jedes Teil des Luftschiffes der Versorgung dieser Truppe gilt. Also dann die Außenhülle sollte Uniformstoff werden und Zelte und die Stangen sollte man noch verwenden und so weiter. Und das war vollgestopft mit Versorgungsgütern für Afrika. Der Kommandant hat dieses neue Luftschiff in Besitz genommen, ist dann losgeflogen Richtung Afrika, nachdem man es gebaut hat. Als er irgendwie, das ist die längste Luftschifffahrt, die es denn je gab, am Stück, als er dann irgendwo Höhe Türkei war, kam Funkspruch durch, die deutschen Truppen haben kapituliert, dreh wieder um. Ist er wieder zurückgeflogen, kam Funkspruch so, was habt ihr falsch verstanden? Ich habe gesagt, ich habe nicht kapituliert, war denn die Aussage des Kommandanten des afrikanischen Truppen da. Er ist nur ausgewichen in die Berge, hat man aber auch festgestellt, dass er in den Bergen mit dem Luftschiff landen ist nicht. Also Versorgungsgüter bitte zurück wieder nach Deutschland. Aber L66 selber hat jetzt Bombenkampagnen auf britische Schiffe durchgeführt. Also ne, kriegt einen neuen Kommandanten, die Besatzung, die Luftpiraten haben Angriffe auf Schiffe durchgeführt. Die hatten aber ein kleines Problem. Die waren dann 1917 unterwegs und haben vier kleine Kreuzer gesehen, der Briten, und dachten sich, ja, wunderbar, da schmeißen wir jetzt ein paar Bomben drauf. Dummerweise gab es damals schon Flugzeugträger. Da hat keiner mit gerechnet. Also eigentlich war es kein echter Flugzeugträger, sondern so eine kleine Camel, eine Sopwith-Pup, ein ganz kleines Aufklärungsflugzeug, ist von dem Turm eines der Schiffe gestartet. Die haben dann über die Kanonen eine Startbahn gebaut und sind von dort aus dann gestartet. Er hat das Luftschiff abgeschossen, die sind dann gesunken und das Flugzeug hat genau dasselbe gemacht. Allerdings hatte er im Gegensatz zu der Besatzung, die dann leider ertrunken sind von der L66, noch Zeit mit dem Flugzeug direkt neben einem der britischen Schiffe zu landen. Der Pilot ist dann wieder aus dem Wasser gefischt worden. Das war damals auch so der Stand der Flugzeugträger. Andere Flugzeugträger aus dem Ersten Weltkrieg sahen dann übrigens so aus. Das ist ein spanischer. Wie ihr seht, haben die ein Beobachtungsluftschiff dabei und hier hinten dann Wasserflugzeuge. Die haben sie nämlich einfach nur mit dem Kran über Bord gehoben, weil ein Wasserflugzeug braucht keine Startbahn, die können vom Wasser starten. Und zum Landen sind die einfach nur hinter das Schiff geflogen. Das Schiff hat einen Teppich ausgerollt. Der schwamm auf der Wasseroberfläche, da ist das Wasserflugzeug draufgefahren und konnte dann vom Schiff geschleppt werden, so musste das Schiff nicht anhalten, um die mit dem Kran wieder an Bord zu holen. Das war damals so der Stand der Technik. Dann hat man allerdings auch so ein bisschen rumexperimentiert, das ist übrigens derselbe Spanier. Dort haben sie dann mit Autogyro, also die Vorgänger der Helikopter, auch ein bisschen rumprobiert. Und dieses Konzept gab es schon vom Ersten Weltkrieg. Das ist nämlich der allererste Start von einem Flugzeugträger. Da hatte man ein Frachtschiff umgebaut und ist dort am 14. November 1910, auch wie man sieht, relativ früh in der Fluggeschichte schon, von einem Schiff gestartet. Das Problem ist immer eher das Landen auf einem Flugzeugträger. Ja, runter geht, man muss nur genug Schwung kriegen, aber das Schwung wegkriegen ist dann nachher bei einem Flugzeugträger das Problem. Jetzt müssen wir noch mal ein bisschen mehr über Flugzeugträger uns unterhalten, bevor wir in die Flugflugzeugträger gehen. Der Unterschied bei Flugzeugträgern ist wirklich eklatant. Man muss wissen, was ein Flugzeugträger ist oder was kein Flugzeugträger ist. Die Russen erkennt man relativ leicht von oben.
Der Flugzeugträger ist nämlich bekannt dafür, dass sie Schwerstöl, also nicht Schweröl, sondern Schwerstöl verbrennen. Das ist quasi Teer, der muss erstmal im Kessel angewärmt werden, damit er sich überhaupt verbrennen lässt. Das sorgt dafür, dass der ein wenig rußt. Der Flugzeugträger ist auch bekannt dafür, dass er mittlerweile überall, wo er hin verlegt wird, von zwei Hochseeschleppern begleitet wird. Weil er nämlich dummerweise auch eine Tendenz hat, öfters mal so in Brand zu geraten. Und also die Großteil seiner Zeit damit verbringt, in der Werft zu liegen und Brandschäden zu quasi beheben. Deswegen ist er relativ leicht aus der Luft auch aufzuklären. Also das, was schwarz rußt, das sind die Russen. Alle anderen kriegen es hin, ein wenig umweltfreundlich unterwegs zu sein, auch wenn sie wahrscheinlich nicht in irgendwelche Umweltzonen mit dem Flugzeugträger reinkommen wollen. Man muss aber auch aufpassen, es gibt Schiffe, da denkt man, es ist ein Flugzeugträger, es ist aber kein Flugzeugträger. Dies hier zum Beispiel der Chinesen ist ein Casino. Das ist das Schwesterschiff des russischen Flugzeugträgers. Das wurde damals von den Ukrainern verkauft an eine chinesische Firma, die ein schwimmendes Hotel und Casino daraus machen wollte. Das ist nach China vertragsgemäß überführt worden, sollte denn im Hafen von Macau ein Casino werden. Komischerweise fährt es jetzt mit der chinesischen Marine und man hat dort dann die ersten Flugzeugträgererfahrungen mitgemacht. Aber eigentlich, vertragsgemäß, ist das hier ein Casino. Nicht, dass hier irgendwelche quasi Missverständnisse aufkommen. Genauso ist das hier kein japanischer Flugzeugträger. Japan hat nur Selbstverteidigungskräfte. Und laut japanischer Verfassung sind Offensivwaffen verboten. Ja, wenn man jetzt großzügig ist und das, also die marinierten Kräfte der Japaner oder die japanische Marine anguckt, könnte man auf die Idee kommen, dass es sich hierbei um einen Flugzeugträger handelt. Das ist leider falsch. Es ist ein Mehrzweckzerstörer. Ja, man sieht auch in dem Oberdeck, ist kein Flugdeck. Da sind noch Klappen drin, darunter sind Flugkörper. Ja, das Ding ist ein Mehrzweckzerstörer. Das Ding ist auch einfach nur, wie auch andere Schiffe der Marine, hat es halt Helikopter dabei. Gut, andere Schiffe haben ein oder zwei Helikopter dabei, aber es ist ja schon nützlich, wenn ich als Zerstörer ein paar mehr Helikopter dabei habe, weil die sind ja sinnvoll so bei Katastrophenübungen oder wenn man mal halt einen Helikopter braucht, ne? Also so Luftrettung, was man so braucht halt. Nur das ist aber kein Flugzeugträger. Das wäre nämlich gegen die japanische Verfassung, würde die japanische Regierung in schwerste Probleme bringen und auch den Kaiser ein bisschen verärgern, weil das ist halt gegen die Verfassung. Wie gesagt, das ist einfach nur ein Mehrzweck-Operationsschiff. Dass die Japaner für die Marine auch F-35 in der maritimen Version mit Senkrechtstarterfähigkeiten einkaufen, die komischerweise dieselben Grundflächen bräuchten wie ein Helikopter, um zu starten und zu landen, ist jetzt wirklich ein einfacher Zufall. Das hat nichts damit zu tun, dass man einen Mehrzweckzerstörer hat. Das ist kein Flugzeugträger, das ist wichtig. Aber wir sind jetzt schon mal bei Flugzeugen. Dann gucken wir doch mal, was es so an merkwürdigen Flugzeugen gibt. Ne, also was Merkwürdiges. So, die sind ja schon ein bisschen dusselig, was Disney so gezeichnet hat. Aber was die US Army sich überlegt hat, ist noch ein bisschen dusseliger. Die Idee dahinter ist, dass man hier so auf der linken Seite sieht man es und auch auf der rechten, die sind balanciert. Das sind quasi fliegende Plattformen. Die Idee war, wenn man hier so Grabenkrieg hat, dass der Soldat sich auf seinen fliegenden Unterstand stellt, durch Gewichtsverlagerung das Ding steuert und dann über den Schützengraben fliegt und dann schießt und damit den Gegner bekämpft. Die Kombination aus Balancieren, damit das Ding steuern und Waffe schießen und Rückstoß hat sich irgendwie als nicht vernünftig herausgestellt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Man hat es versucht, man hat auch festgestellt, so 20 Minuten Flugzeit und das Ding ist nicht wirklich tragbar. Es war die Idee, jeder Soldat kriegt so ein Ding und dann fliegen sie so Space Ranger-mäßig über die Gräben, aber man braucht da wahrscheinlich 4 Mann, 4 Ecken, um das Ding zu tragen. Hat sich nicht so rausgestellt und dachte man so, ja, wir haben doch sowas, wie wär's mit so Flugjeeps, das ist kein Flugtaxi. Ja, wir entwickeln einfach einen Jeep, der fliegt. Das sind 2 umschlossene Rotoren. Der Pilot sitzt dann dazwischen. Also wir schieben das Headset nochmal fest, nicht, dass ich es verliere. Wir haben den Piloten dazwischen sitzen und es funktioniert relativ gut. Es hat sich herausgestellt, dass das Ding sogar
erstaunlich gut fliegt. Es ist leichter zu fliegen als ein Helikopter. Es ist stabiler in Bodennähe durch diese Ummantelung. Es hat sogar weniger Radarrückstrahlfläche als ein Helikopter. Weil beim Helikopter sind ja oben drüber so rotierende Blätter, das gibt ein riesen Radarecho. Hier ist alles umschlossen, das heißt, man hat nur eine relativ geringe Rückstrahlfläche. Es würde auch im Vergleich zu einem echten Helikopter mit Waffeneinsatz, würde halt die Waffe nur über den Wipfel gucken der Bäume, anstelle noch so ein Rotor oben drüber, der da rumrödelt. Hat die Army gesagt, ja wunderbar, wir entwickeln weiter Helikopter. Also das Ding funktioniert einfach zu gut. Es ist leichter zu fliegen als ein Helikopter, besser als ein Helikopter, weniger Radarrückstrahlfläche, nee, wir Helikopter. Also das, wo kommen wir denn hin, wenn wir irgendwas verbessern? Ja, dann hat auch die Navy sich überlegt, wir wollen ja gern Flugzeuge auf Flugzeugträgern einsetzen. Und man möchte gerne mehr Flugzeuge einfach auf so eine gewisse Grundfläche bringen. Da hat man dann halt die Pogo entwickelt. Die Pogo, wie man hier so sieht, der Pilot muss dann ein bisschen artistisch sein. Er klettert einmal rein, legt sich auf den Rücken und dann gibt er Vollgas. Zum Landen kann er entweder ja, so mit Hilfsfahrwerken landen, die dann ein bisschen unhandlich sind. Aber geplant war er einfach, er landet rückwärts. Ne, also starten ist relativ einfach, Maschine auf Vollgas und los geht's. Wer von euch ist nicht sonderlich gut im Rückwärts-Einparken? Parkt mal rückwärts ein Flugzeug ein, wenn ihr keinen Rückspiegel habt, auf dem Rücken liegt und euch über die Schulter umdrehen müsst, um zu landen. Hat sich herausgestellt, das ist gar nicht so einfach. Damit hat man die Pogo aufgegeben, weil das Starten hat wunderbar funktioniert. Aber es mit dem Landen war halt irgendwie gar nicht so einfach. Die Franzosen haben gesagt, ja, das können wir besser. Das ist denn ein ummanteltes Triebwerk, hat aber dann dieselben Probleme irgendwie. Allerdings hat dieses Flugzeug, wenn man sich so belgo-frankische Comics anguckt, relativ viele Auftritte gehabt. Ja, Tim und Struppi, plus es gibt so eine französische Luftwaffen-Serie aus den 60er, 70er Jahren, der fliegt dann das Ding auch mal. Aber selbe Problem, funktioniert an sich relativ gut, hat natürlich das Problem mit dem Landen. Ja, also starten senkrecht, kein Problem. Ne? Da haben wir den Senkrechtstand, aber von Senkrechtstarter, aber von Senkrechtlanden hat keiner was gesagt. Ne? Also nicht wundern, wenn ihr jetzt so die Senkrechtstarter im Vortrag Ankündigung gesehen habt und gedacht habt, ja, senkrecht starten. Ja, wie gesagt, landen habe ich nie erwähnt. Man muss da aufpassen. Kommen wir mal zu Flugzeugträgern. Ja, also es ist ja schön und gut, dass man mit einem Schiff unterwegs ist, aber so richtig cool wäre es ja, wenn ich mit einem Luftschiff unterwegs wäre. Das haben sich die Amerikaner auch gedacht und haben die Forschungsluftschiffe USS Akron und USS Macron gebaut. Die sind 1931 und 33 gebaut worden, also nach dem Ersten Weltkrieg, sondern auf dem Weg zum Zweiten Weltkrieg hin. Da hat man sich überlegt, es ist immer noch gut, wenn ich ein Luftschiff für die Aufklärung verwende. Man hat im Ersten Weltkrieg gelernt, ein Luftschiff zum Bombardieren von Städten ist ziemlich dämlich, weil da weiß der Gegner, wo das Luftschiff sein wird und so. Aber zur Aufklärung hat die Marine gesagt, das ist wunderbar. Ich kann einfach von oben weit gucken und wir bauen Forschungsluftschiffe. Und wir probieren einfach mal Sachen aus. Was man ausprobiert hat, was leider sehr fatal war, war das Landen. Und man hat versucht, Besatzungen auszubilden, die dann an den Tauen das Luftschiff festhalten. Und hat dort verschiedene Leute das erklärt. Dummerweise war es ein warmer Tag. Das Luftschiff hat sich erwärmt und vier Besatzungsmitglieder haben versucht, das Luftschiff festzuhalten. Vier Leute gegen ein Luftschiff verlieren leider die Leute. Drei davon, es waren also insgesamt 20, mehrere haben rechtzeitig losgelassen. Vier haben sich festgehalten, davon sind drei leider gestorben, weil sie dann zu Tode gestürzt sind. Einer hat es geschafft, das ist der auf der ganz rechten Seite, der konnte sich so lange festhalten, bis man dann die Leine komplett ins Luftschiff eingezogen hat und ihn retten konnte. Bei der Macron und Akron hat man auch mehrere Sachen noch ausprobiert, weil ein Luftschiff hat ja das Problem, um zu sehen, um aufzuklären, muss ich ja unter den Wolken sein. Jetzt gibt es aber so Tage, da hängen die Wolken sehr tief. Das heißt, ich muss als Luftschiff unter den Wolken sein. Da könnte man sich doch was überlegen.
wie man das besser aufklären, also wie man diese Aufklärungsleistung besser machen kann. Hat man sich gesagt, oh, weißt du was? Wir nehmen so eine kleine Kapsel, da legen wir einen Freiwilligen rein. Hallo Freiwilliger, du hast dich gerade freiwillig gemeldet. Die lassen wir dann aus dem Luftschiff nach unten, geben ihm ein Fernglas mit und eine Sprechverbindung. Und dann können wir über den Wolken bleiben und er hängt dann halt 200, 300 Meter unter uns und kann dann Ausguck machen. Hat man da ausprobiert, hat aber auch festgestellt, ja, das ist an sich gut, es funktioniert, also mehr oder weniger bequem und Toilette sehe ich hier auch nicht eingezeichnet oder so. Die Ablösung wie bei den Türschichten könnte vielleicht auch ein bisschen schwierig werden. Hat man gesagt, okay, wie wäre es denn mit Flugzeugen? Dann nehmen wir die F9C Sparrowhawks. Ja, wir sehen hier dann auch schon den Haken. Dieser Fanghaken hat sich dann an ein Gestell im Luftschiff gehakt und man konnte das Flugzeug im Fluge starten und landen. Also starten relativ einfach, man dreht den Motor auf volle Leistung. Wenn man als Pilot der Meinung ist, jo, ich habe jetzt genug Leistung, zieht man halt einfach nur einen Haken und das Ding löst sich und man fällt nach unten. Da muss man halt das Flugzeug abfangen und wegfliegen. Landen, genau andersrum, man hat da so ein Trapez, man muss dann mit dem Haken das Trapez treffen. Es geht halt mehr oder weniger einfach, das muss man halt lernen. Und dann wird man in einen von zwei Hangern gezogen, dieses Luftschiff hatte. Diese beiden Luftschiffe haben jetzt noch eine weitere, etwas makabere Geschichte, weil sie sind beide auf See gesunken. Beide jeweils nach Sturm. Im ersten Fall gab es einen Blitzeinschlag, die ganze Hülle ist zerrissen und das Schiff, das Luftschiff ist einfach über See verschollen. Es konnten drei Leute denn gerettet werden. Das zweite Schiff hat im Sturm das Heck verloren. Es riss auf, allerdings konnte man noch mit Ballast abwerfen das Schiff so lange stabilisieren, dass der Absturz insgesamt eine halbe Stunde gedauert hat. Was der Besatzung Zeit gab, Rettungswesten anzulegen und auch noch um Hilfe zu funken. Dann kamen mehrere Schiffe der US Navy und haben die Besatzung gerettet, bis auf drei Leute, ich glaube den Koch und zwei Funker oder so, die konnten nicht schwimmen. Die sind dann leider ertrunken. Nach diesen Tragödien, bei der Suche nach dem ersten Luftschiff, ist nämlich ein zweites Luftschiff auch noch abgestürzt. Als man es gesucht hat, hat man dann die Cathedral of the Air im Stützpunkt errichtet. Dies steht bis heute, ist ein Mahnmal für die Luftschiffer der US Navy, die auf See verloren gegangen sind. Das ist interessant, also die US Navy hat die meisten Luftschiffe, vermutet man natürlich, die fliegen über See, auf See verloren. Aber die Idee, ein Flugzeug in ein anderes fliegendes Objekt zu packen, die hatten die Amerikaner einfach in sich. Die haben gesagt, hey, das ist geil. Das ist die Idee. Weil wir haben gelernt, im Zweiten Weltkrieg, so ein Bomberverband, der kann von Jägern angegriffen werden. Und es ist jetzt so, dass die modernen Düsenjäger, die brauchen halt ordentlich Sprit. Und wenn ich jetzt so einen Bomber habe, da kann ich genug Sprit reinpacken, der kann lang fliegen. Aber so ein Begleitjäger, der hat einfach nicht genug Sprit. Da hat man sich überlegt, wie wär's? Wir können doch in so einen Bomber Bomben packen. Jetzt nehmen wir das Volumen, das wir für eine Bombe hätten und machen da einfach einen Jäger rein. Ja, das ist der Gremlin, wurde er auch genannt. Wie ihr seht, auch wieder so ein Fangtrapez. Die Idee war, ja, wenn der Gegner angreift, wenn man sieht, es steigen Jäger auf, dann macht man die eigenen Klappen auf, man klappt dieses Ding raus und klappt dann halt die Flügel des Gremlins aus und der Pilot darf losfliegen. Es wäre für den Piloten auch ein wenig unbequem gewesen. Der hätte nämlich wahrscheinlich während der gesamten Mission in seiner Maschine sitzen müssen, in so einer dunklen Frachtluke und einfach darauf warten, dass irgendwas passiert. Also die Idee war auch starten, landen. Hat man auch rausprobiert, das hat eigentlich funktioniert. Die Leistung von so einem Mini-Jet war nicht sonderlich gut. Also natürlich ein voll großer Abfangjäger hat mehr Leistung, aber naja, gut, irgendwas ist ja immer. Und dann hat man irgendwann gesagt, Jungs, wisst ihr, wir haben auch sowas wie Raketen entwickelt. So weitreichende und Luftbetankung. Wir könnten jetzt auch normale Jets in der Luft betanken. Da hat das Projektteam gesagt, oh, schade. Aber hat uns eigentlich gefallen. Aber dann hat man gesagt, okay, wie wär's denn, wir brauchen richtige Abfangjäger.
Und wenn wir auch bei bescheuerten Ideen in der Luftfahrt sind, ist eine Firma nicht weit. Die haben sich gesagt, Moment, wir haben da jetzt ein neues Flugzeug. Die 747. Ja, die Maschine soll überall fliegen. Ja, zivil der Hit. Wie wär's, wenn wir die auch ans Militär verkaufen? Haben sie die erste Version gemacht, einen fliegenden Radarstand. Kennt ihr alle? Die sind die AVACS. Aber das war nicht alles, was Boeing entwickelt hat. Boeing hat sich gesagt, wir können noch viel mehr mit der 747. Ja, die 747 ist im Gegensatz zu so einem Bomber so richtig geräumig. Da haben wir ja richtig Platz. Wie wär's, wenn wir daraus einen Flugzeugträger machen? Wir entwickeln einen eigenen Jet, den wir dann aus einer Klappe rausfahren können. Wir klappen diese Hochkante ineinander rein. Wir haben vorne zwei Plätze, da kann an den Jets gewartet werden. Und er kommt von hinten rein. Wir haben so einen Reparaturhanger. Und dann wird er halt so, naja, so dominomäßig werden die da durchgetauscht. Und wir könnten dann immer diesem AVAX eine Begleitrotte zur Verfügung stellen. Wir könnten also permanent, wir haben ja auch eine 747-Tanker im Angebot, wir könnten also permanent so Flugzeuge in der Luft haben. Man hat sich dann auch überlegt, welche möchten wir noch vorne so eine andere Nase haben, dass wir dann von vorne beim Stehen die Flugzeuge reinfahren können und so. Und man hätte halt permanent Flugzeuge in der Luft haben können und man hätte halt neben der normalen zivilen Luftfahrt auch noch permanent einen Verband aus 747-Tankern, 747-Radarstationen und Begleitjägern dabei gehabt. Man hätte also die gesamte Luftwaffe ersetzen können durch 747-Jets. Da hat einer gesagt, Moment, das ist nicht die gesamte Luftwaffe. Die Luftwaffe hat auch noch Atombomben und Raketen und so. Denn da kam man auf die Idee, ja, genial, wir bauen auch noch einen 747-Bomber. Da bauen wir dann Cruise Missiles rein und dann können wir im Flug diese Cruise Missiles einfach rauswerfen. Und dann können wir damit einfach permanent auf allen Luftrouten Flugzeuge fliegen lassen. Und die könnten dann in einem Moment, wenn der Krieg ausbricht, sofort losschlagen und alles vernichten. Da hat irgendjemand bei Boeing gesagt, Moment mal, sind die denn zu unterscheiden von den normalen zivilen 747, die jetzt voll mit Personen sind? Und also, nee, das kriegt der Gegner nicht raus. Die kann er von außen nicht unterscheiden. Also du willst mir jetzt sagen, dass sobald irgendwo eine Krise los ist, jede 747 auf dem Planeten beschossen wird. Genau, dann weiß nämlich nicht einer, sag mal, seid bescheuert, das Projekt, das lassen wir mal lieber. Wir konzentrieren uns auf den zivilen Luftmarkt, das klappt besser. Somit ist dieses Projekt dann gestorben. Kommen wir mal zu der anderen großen Komponente, Flugbooten, die ja dann einen großen Teil bei Captain Balloon und seiner Crew ausmachen. Da sind erstmal die Briten, die 1952 den Erstflug der Saunders Row Princess gemacht haben. Die Princess wurde schon im Zweiten Weltkrieg entwickelt, weil British Airways hatte damals vor dem Krieg eine Riesenflotte an Flugbooten, weil das war der ultimative Luxus. Weil als ziviler Flugpassagier der damaligen Zeit hattest du zwei Varianten. Du bist mit deinem edlen Gepäck entweder auf irgendein Stoppelfeld gegangen, bist durch den Matsch gelatscht und bist in so eine kleine Maschine eingestiegen oder du bist gediegen irgendwo zu einem Hafen gefahren und bist in ein Flugboot eingestiegen. Und diese Flugboote konnten auch überall landen, wo Wasser war. Das war ein viel besserer Service. Und da hat sich dann halt British Airways gesagt, so ja, ist ja logisch. Ja, nach dem Krieg wird dieser Service wieder angehen. Wir werden wieder Luxus brauchen. Wir werden wieder richtig schöne, tolle Flugboote brauchen. Ne, weil es gibt ja nirgends Flugfelder. Und deswegen werden wir diesen Service wieder anbauen. Man hat dann, wie gesagt, den Erstflug gemacht und hat festgestellt, ja, irgendwie die Motoren sind noch ein bisschen zu schwach. Das Ding bringt noch nicht genug Leistung, aber an sich ist es toll. Und dann gab es Verzögerungen, man wollte stärkere Motoren entwickeln, man hatte dann insgesamt drei Flugzeuge im Bau, hat die aber erstmal eingemottet. Weil man stellte fest, ja Moment, nach dem Krieg sind ja überall Flugplätze entstanden. Also während des Krieges schon, die sind alle betoniert, damit nämlich die Kampfjets da gut starten können. Ja, dann ist dieses mit dem Stoppelfeld irgendwie weg. Wie wäre es, wenn wir jetzt einfach so kommerzielle Flugfelder aufmachen aus ehemaligen Airbases der Briten? Ja, okay, hat British Airways gesagt, lassen wir das mal mit den Luftschiffen, Flugbooten. Aber eine Firma kam auf die Idee und sagte, Moment, ihr habt hier so ein großes Ding.
Also, weil für die NASA verwendete man die Guppy. Oder das ist in diesem Fall die Pregnant Super Guppy, um die Materialien für die Apollo-Mission zu transportieren. Man hat ja Material gebaut und das musste man nach Cape Canaveral bringen. Jetzt hatte man sich überlegt, also die Roe Princess, das ist ein Riesenflugboot. Das könnte man ja auch oben noch so eine Plattform, so eine Kuppel draufbauen. Und naja, dann wäre das halt nicht der Pregnant Super Guppy, sondern es wäre die Pregnant Princess. Und damit könnte man dann auch direkt in Cape Canaveral landen, das ist ja am Wasser, und dann kann man sich da auch Transportkosten sparen. Dann sind die Amerikaner zu den Briten gegangen und haben gesagt, ihr habt doch da was eingemottet. Ja, haben wir. Wir haben aber allerdings seit ungefähr 10 Jahren keine Wartung mehr bezahlt. Die sind da so am Wasser in so einem Schuppen. Sind hingegangen und ja, Wasser, Schuppen, keine Wartung. Diese waren dann bis dahin leider verrottet. Damit ist die Princess denn nie geflogen. Aber Saunders und Roe hatten auch eine andere Idee. Das hier ist das erste jetbetriebene Flugboot. Man hatte sich überlegt, ja, ne, wir haben dann halt überall in den kleinen Häfen Abfangjäger. Wenn uns einer angreift, dann könnte man da jederzeit hinfliegen und das bekämpfen. Jetzt ist hier so ein Problem. Ein Flugboot hat einfach eine andere Rumpfform. Es hat eine Bootsform. Wasser und Luft sind zwei verschiedene Medien. Wer hat's gedacht? Und dadurch, um ein vernünftiges Fliegen vonstatten zu gehen, braucht man halt diesen Bootsrumpf, um halt aus dem Wasser hochzukommen. Das sorgt allerdings für in der Luft höheren Treibstoffverbrauch, weniger Leistung. Damit war auch diese Maschine wieder untermotorisiert. Man kriegt hier nicht die Flugleistung hin. Man wollte eigentlich die Leistung eines landbasierten Abfangjägers hinkriegen. Hat man nicht hingekriegt, hat Ingenieurteam gesagt, ja, also man könnte noch überlegen, indem wir einen Abfangjäger nehmen und den auf Wasserski stellen. Dann könnte der genug Leistung produzieren, um dann abzuheben. Da haben sie gesagt, werd nicht bescheuert, werd nicht närrisch, wie man hier so schön sagt. Und haben gesagt, okay, wasserbasierte Abfangjäger, haben die Briten gesagt, das lassen wir, das bringt so nichts, das funktioniert nicht. Die Amerikaner auf der anderen Seite dachten sich so, hey, Flugboote, die können überall landen. Na, da kann ich doch jetzt so ein Transportflugzeug machen, das waren die Tradewinds, weil die hatten die Idee, wir müssen ja unsere Truppen im Falle eines Krieges überall stationieren. Ja, man hatte gesehen, der Pazifikkrieg mit Japan und so, das war wirklich umständlich. Und man hatte überlegt, man könnte ja so Truppen relativ nah an einem Gegner stationieren, indem man sie halt mit Transportmaschinen dorthin fliegt. Und man sieht da hier auch einen Panzer rauskommen. Hier hat die Tradewind, ist bei Entwicklung, hatte man wieder ein Problem. Sie war ein wenig untermotorisiert. Sie kriegte nicht die Leistung hin. Aber das war ja der Tanker. Das eigentliche Flugzeug war die Seamaster. Da gibt es übrigens zwei Versionen. Das ist die Militärversion. Martin wollte auch übrigens noch eine zivile Version auf den Markt bringen, auch für so Transportaufgaben und Passagiertransport. Die hätte dann die Sea Mistress heißen sollen, hat sich aber auch nicht durchgesetzt. Die Seamaster hatte so leichte Probleme beim Start. Also wir sehen hier so einen unauffälligen Abgasstrahl beim Starten. Sie ist auch ein wenig langsam gewesen, wieder untermotorisiert. Das ist irgendwie ein Trend. Allerdings hat dann irgendwann der Kongress gesagt, also US Navy, ich sehe das richtig, ihr wollt überall Truppen auf der Welt stationieren, um Atomwaffen, weil die Seamaster sollte mit Atombomben ausgestattet werden. Also ihr wollt überall auf der Welt Atombomben stationieren können, um im Fall eines Angriffs Atombomben werfen zu können. Ja. Ihr wollt überall auf der Welt Flugzeuge stationieren als Seeflugzeuge. Ja. Ihr wollt überall auf der Welt Flugzeuge stationieren als Flugzeugträger. Ja. Ihr wollt überall auf der Welt Atombomben stationieren auf diesen Flugzeugträger. Ja. Ihr wollt überall auf der Welt U-Boote stationieren mit Atomwaffen. Ja. Wie wäre es mit 2 von 3? Also, das ist ein bisschen übertrieben, weil die Luftwaffe hatten auch noch Raketen und Bomber. Wie wäre es, wenn wir da einfach ein bisschen zurückgehen? Und hat die Marine sich denn schweren Herzens entschlossen, ihr Luftbootprogramm außer Dienst zu stellen. Allerdings ist ein letztes Flugzeug, Luftboot, gab es immer noch. Und zwar die Convair, auch Sea Dart genannt. Das war übrigens das Konkurrenzprodukt zur Thunder Screech von gestern. Das ist dasselbe Ausschreibung gewesen, auf das Problem hin, dass Jets ja nicht von Flugzeugträgern starten können. Das ist ein relativ einfaches Prinzip. Wir schwimmen erstmal, wie man es hier auf dem ersten Bild sieht, als normales Boot im Wasser.
Zum Start wird dann erstmal ein wenig Gas gegeben und dann mit ungefähr 15 km/h werden diese Kufen ausgefahren. Am Anfang 2, da gab es Vibrationsprobleme, hat man dann nachher auf eine Kufe reduziert. Jetzt wird diese steil ausgefahren, damit man aus dem Wasser kommt. Dann wird erstmal die gerade gestellt und man fährt wie auf dem Wasserski. Man macht den Nachbrenner sofort an, sobald man mit 15 km/h aus dem Wasser kommt. Mit dem Nachbrenner beschleunigt man dieses ganze Jet auf 93 km/h, um dann bei 93 km/h die Kufe wieder steiler zu stellen, um dann mit 230 km/h endlich abzuheben. Jetzt, man kann sich da so einige Problemchen ausdenken. Zum Beispiel, es wissen nicht alle, aber Möwen haben eine gewisse Startgeschwindigkeit. Wenn man eine Möwe überrascht, braucht sie eine gewisse Zeit, um mit dem Arsch aus dem Wasser zu kommen. Wenn ich da jetzt mit gut 100 km/h lang donnere, dauert es wahrscheinlich eine gewisse Weile, bis diese Möwe hoch genug ist, dass nichts passiert. Also der eingebaute Vogelschlag beim Starten. Dann ist es auch so, Wasser ist eine relativ einfache Oberfläche, sie ist nur manchmal ein bisschen unrau, also ein bisschen rau, man hat manchmal Wellen. Übrigens landen genau dasselbe wie andersrum, ne? Also mit 230 km/h auf die Wasseroberfläche, abbremsen bis auf 93 und dann entsprechend die Kufen wieder einfahren. Es gab dann eine Vorführung, man hat im August angefangen, die zu fliegen. Ja, 1948 hat man dann angefangen zu entwickeln, 53 Erstflug. Und dann 3 Monate nach dem Erstflug hat man eine Vorführung für die US Navy gemacht. Dabei ist dann leider das Flugzeug durch die Vibration in der Luft vor der versammelten Admiralität zerbrochen. Der Testpilot leider gestorben. Und dadurch ist das Projekt außer Dienst gestellt worden. Aber Convair, die waren mit Flugbooten beliebt. Also die hatten sich auch überlegt, wir haben ja das Problem, dass ich U-Boote bekämpfen muss mit einem Flugzeug. Und ich habe dann so Wasserbomben und Torpedos als Möglichkeiten, U-Boote zu bekämpfen. Jetzt könnte man sich überlegen, hat man dann auch überlegt, ich nehme ein Flugboot, damit kann ich rumfliegen und kann U-Boote aufklären. Und um das U-Boot jetzt zu bekämpfen, lande ich. Ich habe eine Möglichkeit, meine Antriebe wasserdicht abzuschließen, kann jetzt auf 20 Meter Tauchtiefe tauchen, die Torpedoluken aufmachen und das U-Boot in seinem Element bekämpfen. Gab es die Nachfrage, tauchen andere U-Boote nicht tiefer? Ja, 20 Meter ist die oberste Grenze, die wir hinkriegen, weil sonst ist der Druck zu groß und man müsste den Rumpf zu schwer machen, dann können wir nicht mehr fliegen. Dann wären wir ein reines U-Boot. Ja, okay. Wie wäre es, wenn wir die Torpedos stattdessen einfach an einem Fallschirm ins Wasser werfen und stellen das ganze Flugzeug unter Wasser zu bringen? Ja, wäre auch eine Variante, da hat man sich jetzt, die U-Jagd läuft heutzutage damit, dass ein Flugzeug einfach ein Torpedo an einem Fallschirm ins Wasser wirft und nicht komplett landet. Heutzutage kennt man Flugboote in der Form, das sind die Canadair CL 215 und 415, Brandbekämpfungsflugzeuge. Hier stimmt dann auch wenigstens das Farbschema wieder. Wir sind hier wieder bei Captain Baloo und seiner Crew. Gelb-Rot, alles wunderbar. Fliegen bis heute sehr bekannt in der Brandbekämpfung. Sieht man dann auch öfters mal in den Nachrichten. Aber was ist denn noch ikonisch bei Captain Baloo und seiner Crew? Er hat doch so einen kleinen Helfer. Was macht der denn? Genau, er surft in der Luft. Das ist doch total geil, hinter so einem Flugzeug hergezogen werden. Ja, das ist doch das, was man machen will. Haben die Amerikaner sich gedacht, jo, machen wir auch. Das ist das Fulton Surface to Air Recovery System. Basiert darauf, dass ein Agent am Boden, das hat die CIA hauptsächlich mitentwickelt, ein Agent am Boden hat einen Klettergurt an, nimmt ein Seil, pumpt mit einer Heliumflasche einen Ballon auf und das Flugzeug kommt. Das hat hier auch so extra Seile, die zu den Tragflächen gehen, damit der Mensch nicht in den Propeller gerät. Und hat vorne so eine Gabel. Und diese Gabel greift das Seil. Dort wird dann ein Verschlussmechanismus gemacht. Der Mensch wird einfach hinter dem Flugzeug hergezogen. Und dann macht man hinten die Klappe auf, nimmt einen Haken, hakt in das Seil ein und zieht den Mensch ins Flugzeug. Haben die Amerikaner übrigens auch für Spionagemissionen mehrfach verwendet. Die bekannteste Mission war Project Iceworm. Man hatte nämlich
Beide Nationen, also Sowjetunion und die USA, hatten ja polare Forschungsstationen, wo man dann teilweise auf dem Packeis eine Station gebaut hat und die so lange verwendet hat, bis halt die Eisscholle weggetrieben war oder ähnliches. Und die Sowjets hatten eine Forschungsstation, wo die Startbahn abgebrochen war oder langsam abbrach und deswegen die Sowjets die relativ schnell evakuiert haben. Weswegen die Amerikaner gesagt haben, da könnten wir doch Geheimnisse finden. Also hat ein Team, einen, glaube ich, Geologe und einen Spionageexperte oder so, sind mit einem Fallschirm auf diese Eisscholle abgesprungen, haben diese Station durchsucht nach allem, was brauchbar ist und sind dann genau so wieder evakuiert worden, weil es war ja zu eng, dass da irgendwas landen kann. Ja, wie gesagt, relativ lange verwendet worden, das System. Andere Systeme in der Art und Weise nutzt man heute noch. Allerdings macht man es heutzutage mit dem Helikopter. Der wirft einfach eine Leine runter mit ganz vielen Ösen und die Leute klinken sich einfach schnell in diese Leine an und dann wird man so weggezogen. Man nimmt also nicht mehr eine Propellermaschine, die denn einen Ballon auffischt. Jetzt haben wir natürlich jemanden vergessen. Was ist denn eigentlich mit den Sowjets? Ja? Die haben ja auch solche Versuche gemacht. Zum Beispiel hat man mit der Zenvo TB3, das ist der allererste Bomber, den sie gebaut haben. Man beachte auch die offenen quasi Cockpitscheiben und ähnliches, das ist halt Erster Weltkriegstechnik. Hat man dann so in den 30er Jahren Versuche gemacht, dass man da vielleicht auch parasitäre Kampfflugzeuge drauf packen kann, um dann halt Gegner anzugreifen. Man hat übrigens auch Versuche gemacht, das sieht man denn nicht auf der Folie, habe ich gleich als Bild vergessen. Man hat auch versucht, Panzer drunter zu hängen, um den Panzer damit zu transportieren. War allerdings nicht ganz so erfolgreich. So, damit kommen wir denn hier von diesem kleinen Baloo-Talk zum Ende. Habt ihr denn noch Fragen? Ja. Single Angel, du müsstest, wenn das Mikrofon durch die Gegend bringen. Aber ich sehe auch gerade keine Frage. Doch, da ist eine Hand, die sich hebt. Dann können wir da gleich losmachen. Zum Thema Fluggeräte mit Flugzeugen rumfliegen. Die NASA hat doch mal ihre Space Shuttles mit Flugzeugen rumgeflogen. Genau. Kannst du dazu was sagen? Die Buran wurde auch so transportiert. Das war allerdings nur ein Transport. Man hat dort ja einfach nur das Space Shuttle wieder zurücktransportieren wollen. Es gab, glaube ich, einen Versuch, wo man einfach mal das Space Shuttle nur auch um die Steuerflächen und so zu testen, auch oben auf einer 747 montiert hatte. War, glaube ich, eine 747. Aber sonst war es einfach eine reine Transportmöglichkeit. Um das Space Shuttle, die konnten ja weltweit landen. Da gab es ja auch so Ausweichlandeplätze, wenn es irgendwie wegen dem Wetter irgendwo nicht klappte oder so, um das wieder zurückzukriegen. Weil man kann ja nicht überall auf der Welt ein Space Shuttle wieder flugbereit machen und starten. Das war original übrigens mal die Idee an einem Space Shuttle. Ne? Das Space Shuttle sollte original mal innerhalb relativ kurzer Zeit sofort wieder wie so ein Flugzeug wieder starten und landen. Man wollte eigentlich auch relativ schnellen Umsatz und merkwürdige Flugprofile aus Seiten des Militärs, um eine militärische Nutzung des Space Shuttles möglich zu machen. Deswegen hat das Space Shuttle auch diese Tragflächenform und auch die Leistungsdaten, die es hat, während einer Talk alleine über die komischen Designentscheidungen, die durch das Militär in das Space Shuttle eingebracht wurden. Aber im Endeffekt, diese 747 war einfach ein reines Transportmittel. Ja, also das Space Shuttle konnte nicht starten und landen, das wäre sehr spektakulär geworden. Auf einer 747, hier ging es ja hauptsächlich um das, wir starten von einem Flugzeug und landen wieder auf einem Flugzeug. Ist wie gerade reines Transportmedium, da hat man dann halt mit dem Schwerlastkran das Space Shuttle auf die 747 gehoben. Dann gab es da hinten noch so eine aerodynamische Verkleidung fürs Heck und hat die dann wieder zurück zum Cape Canaveral gebracht, um sie da dann in den Hallen wieder zu reparieren und dann senkrecht zu stellen, mit dem neuen Booster loszuschicken. Die Russen haben das ähnlich gemacht, wobei die Buran im Gegensatz zum Space Shuttle für die ersten Flüge in eigener Kraft geflogen ist. Bei den russischen Kopie des Space Shuttles hat man einfach zwei Triebwerke außen noch montiert, zwei Jet-Triebwerke und ist damit die ersten Testflüge geflogen. Man hat die also da einfach dann selber aus eigener Kraft fliegen lassen. Weitere Fragen?
danke erstmal für diesen super interessanten Talk. Wo hast du denn diese ganzen Schema- und Konzeptzeichnungen her? Sind die alle öffentlich? Wikipedia. Ah, okay. Es stellt sich raus, es gibt zwei große Nerdgruppen in der Wikipedia, die es lieben, Sachen in die Wikipedia zu schreiben. Das eine sind die Zug-Nerds, aber Zug-Talks gibt es genug eigentlich im Kongressumfeld, wobei ich immer noch am Überlegen bin, einmal die schönsten Zugkatastrophen als Talk zu machen. Dann gibt es halt Flugzeuge. Flugzeugrisszeichnungen findest du relativ viele in der Wikipedia, gerade bei amerikanischen Projekten, weil dort ja auch das ist, dass alle Konstruktionszeichnungen und ähnliches Open Source sind, wenn es halt mit Steuergeldern gemacht wurde. Und dadurch findet man relativ viel, weil amerikanischer Technik. Was hier auch dann die Einschränkung ein bisschen war, dass ich einfach erstmal die merkwürdigsten Flugzeuge rausgesucht habe, wo ich eine gute Quellenlage hatte und dann überlegt habe, welches Thema passt. Dann war dann Captain Baloo und seine Crew dann ein ganz guter Aufhänger. Ja, also immer so als Frage, wie hat das eigentlich bei diesen Ballons funktioniert? Wie haben die diese Leute da hochbekommen? Ich meine, so ein Flugzeug hat ja Geschwindigkeit und wenn man jetzt den Ballon dann nimmt, wird der Agent dann nicht innerhalb von wenigen Sekunden sehr stark beschleunigt? Ja. Wie haben die das dann hinbekommen, dass sie dabei nicht ums Leben gekommen sind? Es ist Reverse Bungee Jumping quasi. Ah, okay. Ein Agent hat es beim Testen so beschrieben, es fühlt sich so an, als ob einer mit Anlauf dir einfach einmal in die Eier tritt, um es so auszudrücken, weil der Gurt, nur hat man so einen Schrittgurt, der wird nach oben gezogen, relativ spontan. Und dann beschleunigt man halt erstmal die ersten 3-4 Meter nach oben und danach wird man aber durch den Luftwiderstand eingeklappt. Es hat sich hierbei herausgestellt, es gab einen Todesfall, da hat auf Höhe dann leider ein Verbinder sich gelöst und die Person ist zu Tode gestürzt. Und es gab mehrere Unfälle, weil in der Entfernung dann noch einige Bäume waren, wo die Person dann einmal durch die Bäume gezogen wurde. Aber ansonsten war das relativ, ich sag mal, sicher für die Bescheuertheit, wie es war. ja. Weitere Fragen? Wir haben noch 15 Minuten. Wie gesagt, das ist ein Notfall-Talk. Ich habe nicht ganz auf die Zeit geachtet. Wenn es noch Punkte gibt, können wir da auch noch gerne ein bisschen drüber schnacken. Ja, dieses Fulton Air Recovery System hat in mehreren Filmen, also in der Art und Weise, ich habe jetzt natürlich nicht die ganzen Medien, aber diese Idee nach dem Motto, ich lasse einen Ballon steigen und nehme das auf, das war doch auch, glaube ich, bei unserem Actionfilm in letzter Zeit auch nochmal. Also die Idee ist halt relativ spektakulär und eignet sich dann auch gut für Hollywood. Das heutige System ist halt einfach, wie gesagt, ein Helikopter wirft eine Seil raus. Also das nutzt man heutzutage in Stellen, wo man halt einfach den Helikopter nicht landen will. Oder wenn es sehr eng ist, also Special Forces nutzen sowas. Dann wirft man halt einfach ein Seil runter, wo ganz viele Ösen drin sind. Die Leute klinken sich schnell ein und werden dann einfach senkrecht rausgehoben und nicht mit so einer Horizontalgeschwindigkeit, was das System ein wenig weniger schlagartig für den Nutzer macht. Gibt's da auch aktuell irgendwelche militärischen Sachen mit so Flugzeugträgern, die fliegen oder irgendwelche Flugboote oder so? Also Flugzeugträger, die fliegen, haben sich als relativ dusselig rausgestellt, einfach gewichtstechnisch. Man hat solche Sachen jetzt in der Entwicklung für Drohnen. Also die deutsche Bundeswehr zum Beispiel hat ein System getestet, wo man eine Drohne aus einer Frachtmaschine wirft und dann auch wieder die Drohne an Bord nimmt. Also so etwas wird aktiv entwickelt. Die Amerikaner haben auch Storm Dragon oder irgendwie sowas nennt sich das System, wo man dann aus einer Frachtmaschine hinten eine Palette rauswirft und die Palette hat dann, glaube ich, 12 oder 14 Tomahawk-Missiles, die dann an einem Fallschirm hängt und dann von dort aus losfeuert, damit man also eine Frachtmaschine innerhalb kürzester Zeit zu einem Bomber umrüsten kann. Diese Entwicklung an Drohnen, das gibt es relativ viel, dass man sowas ausprobiert. Auch Drohnen, die andere Drohnen transportieren oder Flugkörper, die eine Drohne drin haben, da gibt es einiges an Entwicklung. Flugboote selber sind bis auf bei der Brandbekämpfung eine aussterbende Art an Flugzeugen, weil wie gesagt, durch den Bootsrumpf hat man weniger
Leistung. Dann gibt es noch in Deutschland die Sonderform, dass man eine Flughafenpflicht in Deutschland hat. Das heißt, es gibt, glaube ich, nur 4 oder 5 Punkte in Deutschland, wo überhaupt ein Flugboot oder ein Wasserflugzeug starten dürfte. Und die Wasserflugstrecke in Hamburg zum Beispiel ist ja geschlossen worden, weil das Wasserflugzeug, das immer Touristen über den Hafen geflogen hat, glaube ich, 2 Unfälle hatte. Und da gab es dann auch einen Todesfall. Und seitdem gibt es diese Touristensache nicht mehr, dass man da den Hafen durchquert, wo auch Schiffe unterwegs sind und versucht, dort zu starten und zu landen. Flugboote hatten halt ihre Nützlichkeit, dass man halt relativ leicht überall landen konnte und auch als Marine hat man das gerne genutzt, weil man brauchte kein eigenes Flugfeld. Aber heutzutage, gerade die Amerikaner mit ihren Flugzeugträgern, die haben da keinen Bedarf mehr dran. Es gibt noch so einige Varianten, zum Beispiel manche Helikopter können notlanden im Wasser. Also gerade manche älteren Marinehelikopter waren darauf gebaut, dass man sie im Wasser landen konnte, also der Sea King zum Beispiel, konnte schwimmen in der ersten Ausrüstungsversion. Da hatte man halt einfach im Rumpf auch keine wichtige Elektronik. Als man den dann digitalisiert hat, hat man dort noch Elektronik eingebaut, hat dann festgestellt, ja, so mit dem Wasserlanden hat sich's denn. Aber so insgesamt diese Notwendigkeit, im Wasser zu landen, hat man durch andere Verfahren gelöst. So, wir haben da oben noch eine Frage. Oder ein Problem, ich weiß es noch nicht. Nee, eine Frage. Weißt du, wie lange die gebraucht haben, um so eine Experimentalressourcenverschwendung zu bauen? Das ging relativ fix. Also man hat diese, also es kommt auf welches, also die Roe Princess zum Beispiel, dieses Riesenflugboot, das hat Jahre gedauert. Da hat man dann immer dran rumgebastelt. Andere Systeme sind teilweise innerhalb von Monaten gebaut worden. Also es kommt immer ein bisschen drauf an, ob man bestehende Technik modifiziert hat, ob man, also zum Beispiel die Akron und Macron, das waren Erprobungsluftschiffe, das ging relativ schnell, weil das Flugzeug, das da sich eingeklinkt hat, das hatte man schon, dann hat man halt einfach nur oben so einen komischen Haken noch dran gebaut und fertig war das Flugzeug. Ja, wie gesagt, deutlich wie immer, die Juristenantwort kommt drauf an. Manche von diesen Projekten haben so 10, 15 Jahre teilweise in der Schublade gelegen und man hat dran rumgebastelt und andere Versuchsträger hier heute auch waren innerhalb kürzester Zeit fertig. Bei Princess waren es, glaube ich, 6 Jahre zwischen erster Idee und ersten Erstflug und dann hat man da 5, 6 Jahre dran rumgebastelt und hat sie dann eingemottet, bis die NASA sie haben wollte und dann waren sie verrottet. Diese Wasserlandefunktionalitäten von Marinehelikoptern, war das sozusagen Day-to-Day-Business? War das als Routinetätigkeit vorgesehen oder waren das schon immer nur Emergency-Szenarien? Weil die Chinook hat ja das gleiche Szenario, die konnte das mal und dann später ging das nicht mehr wegen der Elektronik. Ja, die Chinook hat man ja sogar operativ so verwendet, nämlich Special Boat Service. Es gibt ja Videos, dass sie mit dem Boot reinrauschen und dann so aufgenommen werden. Gibt auch eine Story, dass das deutsche Heer mal mit dem KSK versucht hat, was dann für einige Reparaturkosten am Helikopter gesorgt hat. Das ist nämlich genau die richtige Balance, wie viel Wasser nehme ich auf, dass ich nachher noch starten kann. Es war eine Zeit lang, die Sea King konnte es, weil man überlegt hat, für die US Coast Guard so Schiffbrüchige zu retten. Man landet neben denen, nimmt die an Bord. Dann hat aber die Coast Guard überlegt, hey, wir treten einfach jemanden mit Schwimmflossen aus dem Helikopter raus, der schwimmt zu denen hin und hakt die in den Haken ein. Es ist halt einfacher, weil die Gefahr, dass man da Wasserlandung, was schief geht, ist relativ groß. Es gibt so eine kleine, unbedeutende britische Person, die da im Dienste stand, die hatte damals noch den Titel Prinz und Dienstgrad. Die hat das mal gemacht, um bei einem Staatsbesuch, da saß dann die Holde am Strand und der Prinz ist werbewirksam gelandet und ist dann da an den Steg mit dem Helikopter geschwommen. Wenn man sich das Video dort anguckt, ist dort auch sehr viel, sehr viel, sehr viel, nochmal mehr Gaffertape überall, weil sie dann alles, wo Wasser reinkommen könnten, abgedichtet hatten. Also das ist jetzt nicht ein Standard-Procedure, sondern der Helikopter sah so aus, dass man da dem Königshaus mal einen Gefallen tun wollte und dafür irgendwie 30 Arbeitsstunden investiert hat, um das ganze Ding nochmal ordentlich abzudichten. Und man muss nach so jeder Wasserlandung auch das gesamte System, also auch bei der Chinook nochmal neu
zertifizieren lassen. Das war, glaube ich, pro Wasserlandung sind 50 bis 60 Arbeitsstunden. Ich habe es jetzt nicht so ganz im Kopf, weswegen dann halt gesagt wurde, selbst bei Special Forces, ihr müsst halt erstmal einen Antrag stellen, dass das okay ist, und dann nehmen sie die Maschine, die direkt danach eh in den TÜV musste. Also man nimmt dann halt die Maschine, die den schlechtesten Wartungszustand hat, weil da kann man nicht mehr so viel kaputt machen. Weswegen denn die Special Forces sagten so, ihr wollt uns die Schrottmühle geben, wisst ihr was, wir nehmen was anderes. Also deswegen sind die dann immer so überlegen, so, ja okay, wir lassen dann ein Boot zurück und nehmen dann doch ein Seil, anstelle, dass wir das ganze Boot mit rausnehmen oder so. Ist halt einfach Salzwasser, ist nicht unbedingt das angenehmste Medium der Welt, und das macht halt relativ viel relativ schnell kaputt. Und wenn man jetzt mit moderner Elektronik noch in reinkommt, ne, so eine leichte Feuchtigkeit, die sich in so ein Kabel reinzieht, da hat man relativ schnell relativ eklige Fehler im System. So, weitere Fragen? Ja, da vorne ist noch eine. Gab es mal die Idee, einen U-Boot-Flugzeugträger zu bauen? Den gab es. Den habe ich nur folientechnisch nicht reingenommen, weil es kein amerikanischer war. Die Japaner hatten sowas und die Italiener auch. Es gab im Ersten Weltkrieg sogenannte U-Kreuzer. Da hatte man gesamte, also wirklich einen wasserdichten Hangar, den man aufgemacht hat, und dort sind die Flugzeuge raus. Hat hier thematisch nicht so ganz gepasst, aber ich habe den ja auch erwähnt in einem Talk auf dem Kongress. Da hatte man ja die Bachstelze, da hat man ja so einen Helikopter hinterhergezogen hinterm U-Boot zu Aufklärungszwecken. Das gab es. Hier ist dasselbe Prinzip, halt irgendwie einen Hangar druckdicht zu kriegen, das ist ein großes Volumen, dass man wasserdicht kriegen muss, hat sich auch nicht so ganz durchgesetzt. Aber diese Ideen gab es immer. Jo. Und wie gesagt, auch diese so Art Senkrechtstarter aus Torpedorohren und sowas, solche Ideen hat man immer mal wieder verfolgt, aber hat sich auch nicht als sonderlich sinnvoll herausgestellt. Was man jetzt am Bauen ist, ist wieder so Ausfahrgeräte, wo man eine Drohne rausstarten kann. Ne? Wo man dann also von so einer Art Rohr noch hat, wo dann eine Drohne rausklappt und die dann zu Aufklärungszwecken startet. Gut, dann sind wir am Ende. Ich bedanke mich für die Aufmerksamkeit, ich bedanke mich für die Anwesenheit, und dann habt noch einen schönen Rest Easter Hack.